Und in Rott am Inn begrüße ich Florian Pfaff vom Arbeitskreis Darmstädter Signal. Lassen Sie uns zuerst mal über die Beschaffung und über die Ausstattung reden. Die schlechte Ausstattung, die da eben bemängelt wurde, der Bundeswehr, liegt das nur am Geld? Nein, Herr Bader, das glaube ich überhaupt nicht, weil Geld hat die Bundeswehr in den letzten Jahren ja sogar immer mehr bekommen und der Zustand ist ja nur schlimmer geworden. Und selbst wenn Sie mal nur das Beispiel nehmen von den Beraterverträgen, wenn dann das Ergebnis gar nicht übernommen wird oder wenn diese Ergebnisse sogar noch schlechter sind, als was die Bundeswehr vorher gemacht hat, dann haben wir den jetzigen Zustand. Jetzt wünscht sich nicht nur Herr Bartel, dass das alles einfacher laufen würde. Also er kritisiert das mangelnde Beschaffungswesen und er hat das IKEA-Prinzip genannt, was er sich wünscht. Aussuchen, bezahlen, mitnehmen. Halten Sie das für machbar? Das halte ich nicht nur für machbar, das halte ich sogar für eine sehr gute Idee, die der Wehrbeauftragte da hat. Denn wenn das anders wäre, dann, also ich meinte jetzt, die Planwirtschaft muss ersetzt werden, das will er ja sagen mit IKEA-Prinzip. Wenn das anders wäre und die Marktwirtschaft schlechter wäre, dann würden wir jetzt hier im Westen die Trabis fahren und die schönen Autos hätten damals in der Planwirtschaft gebaut werden müssen. Aber das ist natürlich nicht so. Aber warum gibt es denn dann immer noch keine innere Reform der Bundeswehr? Naja, dazu müsste man die Kritik eigentlich fördern und dazu müsste man tun, was ein General vor vielen Jahren in Loyal auch schon geschrieben hat, also in einer Zeitschrift für die Bundeswehr. Man müsste diejenigen, die kritisch denken, fördern. Und das sind wir ja vom Darmstädter Signal. Wir suchen Soldatinnen und Soldaten, die kritisch mit uns diskutieren wollen und damit Lösungswege aufzeigen, die eben nicht mit dem bisherigen Standard übereinstimmen müssen. Ja, bleiben wir bei dem Gedanken. Wie hängt denn dieser Zustand der Bundeswehr auch mit den gehäuften Fällen, zum Beispiel von Rechtsextremismus, zusammen? Ja, da sehe ich tatsächlich einen Zusammenhang. Und zwar, es geht ja nicht nur um die fehlende Kritikfähigkeit. Sie haben jetzt zu Recht Extremismus angesprochen. Der MAD-Präsident hat das ja auch noch etwas erweitert, Gott sei Dank, nämlich auf mangelnde Verfassungstreue. Und da sehe ich das Problem bei der Bundeswehr strukturell. Denn wenn die Bundeswehr selbst Soldaten, die rechtstreu sind, die verfassungstreu sind, abstraft, wenn man also zum Beispiel, wie es mir selbst passiert ist, sagt, sie dürfen die Gesetze jetzt nicht achten, sondern sie müssen jetzt tun, was wir ihnen sagen. Und wenn man dafür dann eine Beförderungssperre erhält oder auch von früher, da gibt es ja Altlasten. Sie erinnern sich vielleicht noch an die Kasernennamen. Also ich selbst habe in einer Emmy von Cambrai-Kaserne gedient und Rödel-Kaserne. Das hat sich zum Glück gebessert, aber die Ausbildung der Soldaten kann ja gar nicht anders als rechtswidrig sein, denn sonst könnte man die ja im Irak nicht einsetzen. Ein KSK-Soldat, der im Irak eingesetzt wird, weiß ja, dass das ein völkerrechtliches Delikt ist und dann hört er raus, aha, das ist also gar nicht so schlimm. Ich denke, hier muss die Politik nachsteuern, unbedingt, das gehört zu einer großen Reform, dass wir auch nur die Aufträge bekommen als Soldaten, die wirklich auf dem Boden der Verfassung sind. Sonst wird hier das völlig falsche Signal ausgesandt. Ja, Sie haben es gerade hervorgehoben, der MAD fordert, dass Personen mit fehlender Verfassungstreue aus der Bundeswehr entfernt werden. Wäre das dann lösbar? Ich halte das, wie gesagt, sogar für die Voraussetzung. Wenn Sie den Soldaten suggerieren, sie sollen doch die Verfassung brechen oder wie in meinem Fall ihnen das sogar befehlen, dann ist das verheerend. Und die Bundeswehr hat ja auf das Urteil, ich habe ja dann in dem Prozess gewonnen, hat auf das Urteil hin auch noch nicht eingelenkt, sondern hat gesagt dann oder geschrieben intern in ihrem passwortgeschützten Bereich, dann werden wir dieses Urteil nicht umsetzen und wir wollen solche Urteile generell nicht umsetzen. Wenn man aber sich von der Legislative und von der Judikative verabschiedet und damit selbst das Vorbild gibt, dass man eben nicht verfassungstreu ist, dann demotiviert das natürlich viele Soldaten. Es zerstört die Moral und es zerstört natürlich auch den Enthusiasmus oder das Engagement der Soldaten, die eigentlich gerne ihr Vaterland verteidigen würden. Ich glaube, dass diese Einsätze das große Problem sind, warum diese Unzufriedenheit in der Bundeswehr so groß ist, weil die Soldaten gar nicht wussten, was sie in Afghanistan machen und auch nicht wissen, was sie im Irak tun. Florian Pfaff vom Arbeitskreis Darmstädter Signal. Vielen Dank für diese Informationen.